Bitburger 0,0, offizieller Partner der ersten Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga, wünscht erfrischende Unterhaltung. Los! Hallo und herzlich willkommen in Darmstadt zum zweiten Rennen der Saison in der ersten Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga. Bei dir? Ja, war hart, aber war ganz gut. Bist du zufrieden? Ja, ich habe die Zeit noch nicht gehört, ich weiß es gar nicht. 10, 15 oder so. Hart. Du hast den ersten gemacht. Ja, war ganz okay. Hast einen guten Vorsprung gehabt. Besser, aber war nicht schlecht. Sehr geil. Und Zeit war gut und Gefühl war gut. Hat alles gut gepasst. Und das Wettkampf-Feeling war einfach wieder schön zu spüren und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön heute. Wir veranstalten hier einen dezentralen Swim and Run, sind schon 800 Meter geschwommen und gleich geht's auf die Laufbahn und wir laufen 5 Kilometer. Klar, bitte an die Startlinie. Gianluca. Simon. Ja. Und your march. Und was hast du dir fürs Laufen später vorgenommen? Das Ziel ist natürlich immer, alles zu geben. Wenn ich unter 16 Minuten bleibe, wäre das schon eine akzeptable Sache. Und ansonsten, habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall mal unter 15,50 zu rennen und einfach mal schauen, wie es dann läuft und wie es geht. Alles klar, dann viel Erfolg gleich. Dankeschön. Los! Dahinter Per, 9,45, sieht alles noch recht entspannt aus. Komm, 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 komm! Wir laufen mal kurz weiter zu Philipp Wiewald, der da gerade als erstes ins Ziel gekommen ist. Ich hoffe, er hat ein paar Wörter für uns. Ja, war ein ganz gutes Rennen, denke ich. Hat Spaß gemacht, mal gegen Schommi zu laufen und hat mir auch eigentlich ziemlich gut geholfen. Also gerade für die ersten 3 Kilometer war schon gut, ein bisschen Windschatten und ja, vielen Dank dafür. Gerade auf der Zieleinlauf von Nina Alm mit einer handgestoppten Zeit von 17,24. 17,24 Nina Alm hier ins Ziel. Nach der starken Schwimmleistung von heute Morgen ist natürlich zusammengerissen sehr, sehr gut. Prost. Sehr gut. Livia, du machst ja echt flott unterwegs. Wie lief's? Ja, lief erstaunlicherweise besser als gedacht. Also ich bin echt zufrieden. Nach dem Schwimmen war die Motivation nicht so hoch, weil es dann nicht so meine Stärke ist. Aber vom Laufen her war dann gut. Aber Emma, wie war's bei dir? Ja, bei mir lief's besser als gedacht. Also ich wusste ja nicht, was jetzt so rauskommt bei der Laufzeit. Aber trotzdem habe ich es geschafft, Bestzeit zu laufen und bin sehr zufrieden damit.